Also unser Hauptaugenmerk war es, die Julia optimal in Szene zu setzen und das Bild außenrum mit den vorhandenen Locations und mit den Fahrzeugen zu gestalten. Es war unglaublich schön. Tolles Team, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Wundervolle Locations. Das war eine ganz große Sache für mich. Mit dem Burnout, das war natürlich eine super Geschichte. Und das sieht, glaube ich, auch spektakulär aus. Es hat alles in allem super gut geklappt mit der Julia. Da waren wir auch richtig froh drum, weil man nicht viel Zeit hat, irgendwie die Bilder zu machen, sondern weil das auf den ersten Anlauf meistens klappen muss. Es ist sehr, sehr heiß. Die Temperaturen waren ja gefühlt 100 Grad. Ich habe mich echt gefühlt, als ob ich koche. Aber Augen zu und durch, würde ich sagen, war der Trick dabei. Und auch die zwei Jungs von Bravos haben uns da ganz, ganz toll geholfen. Nicht nur, dass sie die Autos zur Verfügung gestellt haben, sondern die haben natürlich, die leben hier. Die haben uns natürlich auch noch ein paar sehr gute Tipps geben können bezüglich Locations. Der schwarze Bravos, der war riesengroß. Also das war ja nun auch die schwierigste Location. Ich habe mich direkt am Auto erstmal verbrannt. So ein schwarzes Auto wird ja auch verdammt heiß. Wenn Leute über Dubai-Autos Gedanken machen, würden die alle denken, ah, nur Bugatti, nur Rolls-Royce. Und gerade das wollten wir eigentlich nicht machen. Und da haben wir eigentlich gedacht, dass wir von allem so ein bisschen was nehmen. Wichtig war natürlich, dass auf jeden Fall was getuned ist. Mit dem Porsche-Feuer in der Wüste, beim Sonnenuntergang, das war ein wunderschönes Motiv. Da sind einige Leckerbissen dabei gewesen. Wir kommen mit spektakulären Bildern zurück. Wobei ich immer noch sagen muss, ich finde, die Julia hat den meisten Karren immer noch die Schau gestohlen. Freut euch drauf. Ab Herbst gibt es dann den neuen Kalender für 2017 auf www.tuningworld.de.